Am 30. Mai 1963, also heute vor 60 Jahren, wurde bei Innsbruck die seinerzeit höchste Brücke Europas fertiggestellt, die Europabrücke der Brenner Autobahn. Zentraler Punkt auf dem Kontinent, wie Martin Busch hier berichtet. Die Brenner Autobahn ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsadern des europäischen Kontinents. Schon die Römer wählen diesen niedrigsten der Alpenpässe, um gen Norden zu gelangen. Kaiser Septimus Severus lässt die Pfade ums Jahr 200 nach Christus befestigen. Goethe nutzt die Strecke 1786 für seine italienische Reise in entgegengesetzter Richtung, übernachtet am Brenner und schreibt: Endlich, da sich alles nur wie ein tiefes Geheimnisbild vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond beleuchtet. Und nun erwarte ich, dass der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Grenzscheide des Südens und des Nordens eingeklemmt bin. Nicht ganz so elaboriert drücken es Udo Jürgens und die deutsche Fußballnationalmannschaft etwas über 200 Jahre später aus. Wie lange sich Franz Beckenbauer und seine Mannen 1990 auf der Europabrücke aufgehalten haben mögen, bevor sie in Rom Weltmeister wurden, ist nicht überliefert. Eine Aussichtsplattform sowie eine kleine Kapelle laden zum kontemplativen Verweilen ein und ein bekanntes amerikanisches Fastfood-Restaurant mit Blick auf die Alpen zum Konsumieren. Die Bewohner des daruntergelegenen Wipptals, das sich auf dem Territorium von Nord- und Südtirol befindet, klagen über die starke Verkehrsbelastung, speziell der Güterverkehr auf der Straße stört. Aber Hilfe ist bereits in der Bauphase. Derzeit entsteht die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt, der Brenner Basistunnel, 64 Kilometer lang. Die Europabrücke schafft gerade mal 820 Meter. Aber mit ihren 190 Metern Höhe wird sie für 10 Jahre die höchste Brücke Europas sein. Am 25. April 1959 ist Spatenstich. Mit ihm nimmt der Bau der A13 seinen Anfang. Sie ist eine der ersten Gebirgsautobahnen der Welt. 70.000 Kubikmeter Beton und 6.000 Tonnen Stahl werden für die Brücke benötigt. Sie steht auf 5 imposanten Pfeilern. 22 Arbeiter kostet sie das Leben. Die Erweiterung auf 6 Spuren hat die Europabrücke gut weggesteckt. 2010 sagt der technische Leiter der Betreibergesellschaft, Martin Kirchmeier: Wir leben davon, dass die Berechnungsmethoden zur damaligen Zeit noch nicht so exakt waren. Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre war Computertechnologie noch nicht üblich, sodass der Brücke einige Reserven mitgegeben wurden. Manchmal ist eben auch mehr mehr. Seit 1984 gibt es sogar einen Fußweg, eingefasst von einem hohen Zaun, versteht sich. Je näher man der Mitte des riesigen Bauwerks kommt, desto wackeliger wird es. Und das ist zu Fuß natürlich sehr viel deutlicher zu spüren als bei 110 Stundenkilometern zugelassener Höchstgeschwindigkeit. Ob Alfons Gorbach die Europabrücke auch per Pedes überquert hätte? In seiner Funktion als österreichischer Bundeskanzler gibt er das Bauwerk im November 1963 für den Verkehr frei und sagt: Verbinde in Frieden und Freiheit die Völker Europas. Fertiggestellt wurde die Europabrücke bei Innsbruck, das Kernstück der Brenner Autobahn, aber schon am 30. Mai 1963, heute vor 60 Jahren.